Festspielintendant Dieter Wedel ist enttäuscht, um nicht zu sagen stinksauer. Eigentlich hatte er vor zahlreichen Pressevertretern den Spielplan der Saison 2016 verkünden wollen. Jetzt liegen alle Planungen erstmal auf Eis. Hintergrund ist eine überraschend erlassene Haushaltssperre im Festspieletat. Dabei geht es um das Defizit der Spielzeit 2015 und die Entscheidung der Stadtverordneten, das Rechnungsprüfungsamt einzuschalten. Dieter Wedel zeigt sich enttäuscht und versucht sich an einer Erklärung. Wenn man vor 6 Wochen mit jemandem spricht und einem gesagt wird, ja, jetzt beruhigen Sie sich mal, das ist ja nicht so wahnsinnig viel, die Überschreitung. Und für uns, für jeden von uns sind 175.000 ganz schön viel Geld. Aber es sind große Neuerungen gewesen. Wir sind auch auf ein paar Positionen gestoßen, die wir nicht vorher kannten. Nicht? Das fängt für 30.000 Euro für einen Blitzschutz, einen Blitzableiter oder sowas an, wo ich gesagt habe, das haben wir alles nicht kalkuliert. Das sind die Erfahrungen. Man kann auch einen Betrieb nicht beurteilen nach einem Jahr. Man muss mal 3 Jahre den Veränderungen Raum geben und so sagen, das hat sich für die Stadt und für die Festspiele ausgezahlt. Wenn wirklich die Festspiele einem am Herzen liegen und nichts anderes. Und ich hatte den Eindruck, das ist so. Ich finde es absolut in Ordnung, dass Volksvertreter sagen, wir wollen das nochmal überprüfen. Ich finde es sogar ihre Pflicht. Aber dann wäre es doch naheliegend gewesen, mich mal anzurufen und mir das zu sagen. Sagen, passen Sie auf, wir wollen uns das nochmal angucken, wir haben das nicht ganz kapiert. Das sind die Umgangsformen, die Sie ja, die Art und Weise, wie man das macht, das ist einfach unglaublich. Und da muss ich sagen, dann ist die Vertrauensbasis erschüttert. Und ich muss sagen, es gibt ja Vertrauen auf beiden Seiten. Mhm. Es gibt Vertrauen zu mir, das ist offenbar nicht vorhanden. Aber dann habe ich auch kein Vertrauen mehr zu denen, die erstmal mir so begeistert zu applaudieren und kaum drehe ich den Rücken, sagen wir das Gegenteil. Und wenn das so wäre, dann sollten wir es beenden. Das Plakat mit den bereits angekündigten Stücken Hexenjagd, My Fair Lady und Krabat ist nun erstmal nicht mehr als ein Wunschzettel.